Hallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum PC Building Simulator 2018 mit meiner Wenigkeit. So, normal hat es nicht gereicht, da waren wir bei 7900 irgendwas. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen UC gemacht und schon sieht man, man kommt auf 8,9. Ein sehr großer Sprung, da habe ich schon RAM einmal übertaktet, die CPU einmal übertaktet und die GPU einmal übertaktet. Somit sind wir jetzt hier bei allen dreien schön sauber raus. Dann haben wir auch schon wieder neue Teile hier verfügbar. 1080 Ti Extreme Edition und in der Mini. Dann haben wir hier nochmal einen neuen Arbeitsspeicher. Alles Krypto oder was? Wunderbar. Reparatur, neuer PC, neuer PC, neuer PC. Genau. Bevor wir uns den aber widmen, schauen wir hier noch einmal rein. Denn das ist ja unser toller PC, so wie wir ihn kennen. Und wenn mich nicht alles täuscht, und das täuscht mich natürlich nicht, Köppe, haben wir hier nämlich noch eine normale SSD mit drin. Und das müssen wir natürlich mal schnellstmöglich ändern, denn auch wir haben M2-Support. Und zwar jetzt gerade, wenn ich gerade mal so sehe, 128 GB, nicht gerade der geilste, aber immerhin M2-Support. So. Das heißt, jetzt glaube ich auch erstmal wieder im gegenseitigen Einverständnis. Ah, ne. Genau. Und wir haben ja hier 8 GB 3777 MHz Teile. Und wir haben einen Threadripper auf den Asus Gaming 7. Und da schauen wir gerade mal hier, was man sonst noch so bei Threadripper so nehmen kann. Da gibt es nämlich mittlerweile auch schon wieder ein krasseres. Und der verfügt nämlich über 8 solche Dinger mit 3600 plus UC. Was der ja in meinen Augen, glaube ich, auch hat. Genau. Weiß noch gerade gar nicht so genau. Das ist das neue Gigabyte-Ding halt einfach. Was jetzt hier der größere oder krassere Unterschied an der ganzen Geschichte ist. Auf jeden Fall ist der so gefühlt eine Spur besser. Weil wir haben ja auch hier zweifach und so weiter und so fort. Ich würde allgemein mal unser Ding ein bisschen umbauen lassen wollen. In was kräftigeres, in ein etwas aggressiveres Licht. Und vor allen Dingen speichertechnisch haben wir halt hier 8 GB 4007 fucking 100, ja, und das 8-mal, und das können wir uns natürlich auch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also mal allein schon bei 3000 für den Speicher. Und dann haben wir natürlich hier noch eine neue M2-Festplatte, ganz klassisch, da reißen wir Daten hin und her wie sonst was. Ich glaube, Cooler Master 1200, den haben wir ja hier schon, oder? Ah ne, das ist Silverstone. Dann haben wir natürlich auch noch den Cooler Master mit. Kostet auch einfach mal schlappe 999, ne, ganz klar. Gehäusetechnisch, ja, das immer, würde ich mir fast die Karre hier mit nein stellen wollen. Um ehrlich zu sein. Sieht halt immer noch mit am geilsten aus. Weil den hat man ja nun schon immer. Zack. Ansonsten ist das immer noch der krasseste Luftstrom, den wir haben können. Ein Gehäuselüfter müssen wir auch mal gucken. Da haben wir ja mittlerweile auch 145 mm Teile. Den gibt es als 120er und 140er. Ich weiß gerade gar nicht. Ich packe einfach mal 4 mit ein. Wir haben jetzt hier noch keine. Ne? Also wir sind weiterhin, was das angeht, weiterhin bei der Extreme Edition. Da kommt nicht mal die Zotac mit ran. Obwohl. Ah ne, die hängt da ein bisschen im Dings leider rum. Beziehungsweise die ist eigentlich fast gleich, die Zotac. Die hat eine bessere Core-Frequenz, hat dafür eine etwas geringere Speicherfrequenz, ist aber halt auch wieder länger wie so. Und sie benötigt auch mehr, ne? Die benötigt 320 Watt. Unsere von Asus
Bedeutend weniger. Festplatte haben wir das krasseste, da haben wir das krasseste. Ja, hier ist halt so eine gute Frage. Ändern wir das komplette Motherboard? Für einen Threadripper könnte man eigentlich. Weil hier haben den heftigsten Threadripper eigentlich alles mit am Stissel. So, dann bauen wir den ganzen Spaß mal mit auseinander. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und geben das dann dementsprechend auch wieder frei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, dann erstmal wieder sämtliche Kabel hier entfernen, die man entfernen kann. So, und dann erstmal die Rückwand wieder dran machen. So, kurz gucken, die PSU-Halterung dran. Dann müssen wir das. Dann drauf kommt das. Ja. Dann kommt das hier vorne dran. Und das kommt hier mit dran. Gut, da haben wir eigentlich erstmal schon fast wieder ein komplettes leeres Gehäuse im Schrank rumstehen. So, und das wird jetzt hier unser neues Baby. Ist halt so die Sache, aber das müsste man theoretisch. Ja, doch, das geht nach vorne raus vor allen Dingen. Das müsste auf jeden Fall nach vorne ganz gut rausgehen. So. Gucken wir mal, kommen hier zwei dran. So, schauen wir mal, Hauptplatinen. Schick schön, würde ich sagen. Dann machen wir das Ganze hier einmal auf. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Blub. Dann kommt einmal der Threadripper hier rein. Glitch. So, und jetzt müssen wir mal kurz schauen, welche das waren. Das waren die krassen Teile. 4700 MHz OC-Takt. Boah, das ist auf jeden Fall was. Das kann so bleiben. So. Und wenn es erstmal da nicht schnau sieht, das schabbert schon ganz gut rein. Sehr gut. So, als Netzteil passt das Teil sogar auch mit rein. Das freut mir natürlich wieder. Dann müssen wir das erstmal wieder abstecken, denn wir arbeiten mit einer M2 SSD, aber nicht mit irgendeiner, sondern natürlich mit der krassesten, die wir haben können. Netzteil haben wir drinnen. Das Teil geht hier vorne mit ran. Das geht sich aber auch gerade so aus, ne? Also gerade. 120er, 140er, aber leider hier unten, ah doch, guck mal, hier unten geht das auch dran. Ernsthaft? Oha, ich bin beeindruckt. Toll, da muss ich jetzt aber erstmal irgendwie. Hab ich natürlich hier wieder nichts in der Richtung. Wenn wir natürlich gleich alles so kunterbunt haben können, klar, warum nicht? Es fehlen angeblich Kabel. Ja. Irgendwie will es aber aktuell näher angehen. Warum? Jetzt ist er doch drin.
Fehlendes Kabel. Fehlt denn hier ein Kabel? Ich glaube vorne beim Anschalter, oder? Bauen wir das erstmal kurz wieder zusammen. Ah ja. Oh, das sieht auf, das sieht auf jeden Fall mal sehr schick aus, aber... Lass mal kurz hier die Programme installieren. Neu starten, dann wir brauchen noch andere Lüfter. Jedenfalls für unten rum. Gehäuselüfter, Preis absteigen, genau. Hier nochmal zwei. Da müssen wir aber dann eigentlich auch alles haben. So, dann geht's hier erstmal weiter. Deckplatte, Abdeckung. Deckplatte, wie das aussieht, ne? Abdeckung, 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 Abdeckung. Das ist noch ein unvollständiges Gehäuse. Das stimmt allerdings. Wüsste ich jetzt aber auf der Gerade nicht, wo. Irgendwas fehlt ja noch. Alles da unten. Okay, so. Dann gäbe ich wieder ein Kabel. Ah ja, hier unten. So, das ist jetzt natürlich auch alles kabeltechnisch noch nicht so geil verlegt, wie man es hätte verlegen können. Das ist halt erstmal schwarz. Aber irgendwas stimmt hier unten mit den Kabeln noch nicht. Weil die Lüfter hier unten sind nicht aktiv. Aus was für ein Grund auch immer. Entweder haben die keine Anschlüsse oder ich weiß auch nicht. Sieht mir eher fast so aus, als hätte das Motherboard nicht genug Anschlüsse dafür, oder? Weil die hier unten sind nicht aktiv. So, alle Lichter erstmal in Rot übernehmen. Das Licht aus. Hm.
Haben wir ja im Endeffekt Crosshair. Wir haben auf jeden Fall genug, was hier alles blinkt und leuchtet. Der RPP, das Gehäuse an sich ist jetzt natürlich nicht so pralle, was das angeht. Gut, unsere Wasserkühlung ist jetzt auch nicht Dings. Also, sagt schon, RGB beleuchtet. Wo haben wir es denn? Nein, stimmt, die ist nicht RGB beleuchtet. Das ist wiederum die andere. Und da an der RGB Beleuchtung ist auch mehr oder weniger gerade mal Dings ist, die ist komplett RGB beleuchtet. Warte mal, wir tauschen das nochmal aus. Und wie gesagt, irgendwie die zwei Lüfter hier unten, die wollen halt auch nicht so wirklich. Was ich ein bisschen schade finde. So, klatschen wir da nochmal drauf. Staubfilter drauf, das wieder mit drauf. So, das nochmal mit rein. Ja, so läuft das schon besser. Wunderbärchen. Ja, mal klar, man könnte auch sagen Regenbogen, dann sieht der ganze Spaß so aus. Kriegst aber halt auch dementsprechende Macke. Sieht eigentlich schick schön aus, würde ich sagen. Jetzt müssen wir natürlich jetzt nur noch zusehen, dass wir einmal kurz gucken, was hier Phase ist im BIOS. CPU mal geschmeidig bei 36 Grad. Ja. Das würde ich sagen an. Das kann man dann aber auch dementsprechend nicht weiter übertakten. Der Threadripper, weiß ich nicht, wie weit wir das treiben können. Ich mache mal 41, mal gucken, wie sich die Temperatur da verhält. Ja, auf angenehme 46 Grad aktuell noch. Machen wir mal den Test, den wir machen können. Und abgestürzt. Man weiß auch nicht warum. Das ist wieder hier so die Sache. Machen wir eins runter. Weil am Netzteil kann es schon mal nicht liegen. An der Kühlung per se selber würde ich jetzt auch. Ich glaube, das liegt am Dings, weil wir kommen so auf 82 Grad. Und dann macht er Stress. Hm.
Versuchen wir es nochmal so. Ich will, dass das jetzt läuft. Also an der Kühlung kann es ja schon mal per se nicht liegen. Grafikkarte vielleicht? Ich bin mir da auch noch relativ unsicher. Warte mal, stellen das jetzt mal komplett hier zurück. Warte mal. Achtung, so hohe Spannung. Also 1, 5, 5, 6, so. Ja. Und selbst wenn die Grafikkarte zu hoch feuert. Ja. Die Grafikkarte feuert zu hoch. Das ist ja mal ein Ding. Das ist ja mal ein Ding. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, dann müssen wir halt da ein bisschen runter. Gucken wir mal, ob es jetzt passt. Da kommen wir über, weil da kam ja gerade, danke Windows 10, da kam ja nämlich gerade über 90 Grad. Wieder über 90 Grad. Ach, nicht zurücksetzen. So bei 50 Grad irgendwie sind. Gut, jetzt funktioniert gerade so. 92 Grad, 80 Grad CPU. Könnte man noch eins weiter herausfordern, könnte man aber auch einfach mal lassen. Hier ist eigentlich ganz gut übertaktet immer. Und damit sollte der geschlossene Test hier eigentlich auch funktionieren. Also so ist er uns jetzt schon mal nicht abgeraucht. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so rausholen können. Wow, der gleiche Bug wie damals, also nicht in die Mitte klicken. Ich bin gespannt, was jetzt hier noch so rauskommt. Ich meine, alleine mit dem Threadripper erreichen wir ja fast 50 FPS. Ja gut, 45 FPS, wenn wir uns gleich mal nicht so übertreiben. Also sieht schon sehr gut aus und das nur durch den Threadripper. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Und hier sind wir halt bei, ja man kann es halt nicht lesen, wollen wir auch dazu sagen, 144,3. Ist gar nicht, ich glaube das höchste, was wir mal erzielt hatten, habe ich mal einen Screenshot davon gemacht. Den müsste ich mal kurz suchen. Da habe ich den überhaupt noch nicht. Ich habe den leider gar nicht mehr. Schieß. Okay, ich glaube irgendwas mit 21, noch was. Ich glaube, das war unser höchstes Ergebnis, was wir gerissen haben. Bam. 20,763. Okay. Also das ist ein Ergebnis, aber ich glaube, das geht auch noch, also es geht höher. Ich habe das schon bei anderen gesehen, dass das noch höher geht. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Zahl. 20.763 läuft. Und dafür müssen wir jetzt mit der Grafikkarte schon wieder ein bisschen runtergehen. Da hätte man noch mehr schaffen können, gerade mit diesen zwei Teilen hier. Aber okay, gut meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder, wenn ihr mögt, das Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüss.